They were aristocrats, entitled and sustained by a greed for power. Having been involved in the foundation of Umbrella, the Ashford family had also independently performed research on the Veronica virus. However, 15 years ago, Alexander Ashford disappeared under mysterious circumstances. To make things worse, Alexander's daughter Alexia, a child prodigy who played a key role in the research, died at a young age. Her untimely demise brought an end to the Veronica Project. And the Umbrella files show that all research was apparently lost. The Ashford lineage gradually lost its power to the corrupt hands of the Umbrella Corporation. Alexia's brother, Alfred, was demoted to a mere supervisor, and he was sent to command a private detention facility on an isolated island in the Southern Seas, alone. I feel like this year may be special. Don't you, Alexia? It's almost like there's something I'm forgetting. My dear Alfred, please be easy on yourself. Why don't you set down your burdens and play a game with me? You're right, Alexia. Since you've come back, I've never been this happy. Das ist schon wieder sehr geil gemacht, muss ich sagen. Damn it. Which way? Wait! I wasn't trying to escape. I just... The alarm sounded and the door unlocked. I thought that I... Rockford Prison, detainee 267. Guess you're not with Umbrella then, are you? I'm Claire Redfield. Damn, girl. You scared me. Eyes forward. So... What's your name? My name's Steve. You don't look like one of them, Claire. They get you too? Yeah, you could say that. Sehr geil, und Steve kommt hier viel sympathischer rüber, finde ich. What's happening on this island? Someone must have attacked. Caused a biohazard. Biohazard? Geil. Ich krieg grad voll Bock auf Code Veronica X, wenn ich das hier sehe. I don't have time to explain everything. Let's just get out of here. Das ist auch ein geiles Spiel. Well, feel free to leave. No one's stopping you. Da ist was. What the hell's going on here? Why are they after us? Look, we've got two choices here. Kill or be killed. Your call. Nice to have another option, but oh well. I hope you know how to use that thing. Ah, verdammt. Aber Bonus. Immerhin. God damn it! Aufheben? Da war Geld. This must be a detention facility. Yeah, this is where I was locked up. Anyone else in here with you? Yeah. I broke free right after all this happened. I have no idea what caused this. Look, there's some information I need to find out. Were there any computers around here? There are three. The guards had them. Only used them for games. Oh, and porn, too. Maybe I'll be able to find out what happened to Chris. Well, guess it's not your kind of humor. Hier müssten Hunde kommen. Ich bin mal vorsichtig. Hey, where are you going? You don't have to come if you don't want to. I know. Zumindest im richtigen Spiel gibt's hier Hunde an dieser Stelle. Also, Augen auf. Da krabbelte schon was in dem Gitter. Again. Huh?
else are we gonna be dealing with? Das hört sich voll eklig an. Blah. Okay. Here we go. Ganz wichtig. Oh, da hinten sind Sachen drin. Oh, die Musik ist auch die alte. Das ist so schön. Feel free to make yourself at home. Oh God. What happened here? I wish I knew. I took off without looking back. There it is. I'm gonna take a look. Das ist ein bisschen anders hier, aber trotzdem sehr geil gemacht. Alles einsammeln. Was? What was that? I think it was just the wind. Look, what are you trying to find out anyway? That's not wind. Yeah, I know, but hey. Great. Now I gotta deal with this girl's power trip on top of everything else. What a mansion! Guess they didn't make it in time. Was he your cellmate? I can't even tell anymore. Ihr glaubt gar nicht, was ich gerade so für Flashbacks im Kopf habe. Das ist so geil. Oh, ist das ein schönes Spiel hier. Hey, I think we should go back. I have a bad feeling about this. Go right ahead. Sehr gut. Ich kann nicht. Fuck. Ich wollte gerade sagen, drei Schuss hält er aus. I didn't see them hiding there. Wo ist er? Der nächste. Let's go back. There's nothing left in here. Na, was sagst du so? Hi. Der greift doch gleich nach mir. Der packt mich. Um ein Zitat von Michi von GameTube zu geben. Ja, ist frei. Ich weiß gerade nicht, auf wen ich zuerst schießen soll hier. Hey Mickey, I'm time to see. Adios, Antonio. Say hi to the missus. Stop, look around. Yeah, yeah. Puh, okay. Lief einigermaßen. Ja, der kotzt schon wieder. Ich hoffe, das Nachladen stört euch nicht so, wenn der Cursor hier so schnell sich bewegt. But we killed them all. I'm pretty good, huh? Well, you're not a complete waste. Sehr schön. Bloß nicht zu groß loben. I hope this still works. Ja, ich auch. Looks like okay. My brother was never even here. Umbrella probably doesn't know where he is either. What did he do? Why are they after him? I don't know. But he's been missing for 3 months. I was in Paris looking for him.
I broke into one of Umbrella's labs. But I got caught. And you were sent here. What about you? What's your story? It's dumb. You don't want to know. Just tell me. I didn't even do anything. Some other jackass screwed up. Landed the two of us in here. So we're in the Southern Hemisphere. Yeah. So you don't know much about this place, do you? Apparently some noble family owned the joint. The Ashfords. That's Alfred. He's the only surviving member. Rumor has it, he went mad from loneliness. But why would anyone want to bomb this place? Anyway, I've got to contact Leon. He'll come for us. Ja, hoffen wir nochmal, dass er kommt. So, die sind schon mal erledigt. Ach, darf ich nicht. Mann. Ach, Steve kann auch sterben. Ich hoffe nicht, dass... Ja, ich... Wahrscheinlich bin ich auch noch für Steves Tod verantwortlich, ne? Oder für seine Gesundheit. Scheiße. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn ich jetzt das Kraut nehme, ob das für Steve gilt. Hm. Soll ich es besuchen? Scheiße. War Verschwendung. Hallo? Looks like it's not just humans. The longer we stay, the more dangerous it'll be. You're right. Let's go. Ah. Also, Headshots kriegt man natürlich am besten mit der Knarre hin. Okay, für die ist es nicht verkehrt, die Schrotflinte rauszupacken, oder? Die hier. Komm her, ich sehe dich nicht. Ich kann dich eigentlich treffen. Ja, das war jetzt richtig scheiße, weil ich dich da nicht erwischen konnte. Sehr schön. Oh, da war ein geiler Schuss. Aha. So, raus hier würde ich sagen. Hier rechts müsste ein Speicherraum sein. Ja, lass sie klopfen. Die Tür sollte halten. That might be our way out of here. Ja. Let's find out. Da oben steht Alexia. Beziehungsweise Alfred. Sehr geil. Oh, ich hab so einen Bock auf Code Veronica X jetzt, verdammt. Wait! What are you gonna do?
She must be out of her mind singing a lullaby at a time like this. That's exactly why I can't leave her out here all alone. You gotta be kidding me. I should have just left you alone too. Oh, ist das schön. Ups. Oh, Schrotflinte, geil. No rest for the wicked. Stubborn bastards. This way. Habe ich noch ein grünes Kraut? Nee, scheiße. Das ist doof, dass ich es verschwendet habe. Ich dachte, ich müsste Steve heilen. Scheiße. Krass. Geile Sache. Die Fledermäuse finde ich jetzt nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel die Fische oder so. Ja. Oh, fuck. Wow. Ich dachte, ich hätte es beide erledigt. Ich sehe nichts. Was kommt denn jetzt? Na, kommt schon her. Jetzt. Man sieht aber ganz gut, wann welche Fledermaus auf einen fliegt. Zufliegt. Könnte man das falsch verstehen. Oh, es ist so cool. Ich bin gerade total versunken. Oh, schade. Das Kapitel hätte von mir aus jetzt auch stundenlang weitergehen können. Das war richtig geil. Ich trinke erstmal einen Schluck. Oh, ist das cool. Oh. Wow. Krieg ich ein A, wa? Ist ja cool. Ha, schön. Und wir haben ein bisschen Gold aufgesammelt, was auch ganz gut ist. Ohne Schaden genommen. Ja, haben wir leider nicht. Nee, aber immerhin haben wir das erste Hilfsbild nicht benutzt. Wow, 40.000. Das ist nicht schlecht, ne? Cool, wir haben wieder ein bisschen Geld oder Gold. Ich glaube, für 5.000 können wir wieder ein bisschen was machen. Mal gucken. Ja, klar, die Bilder und so weiter gucken wir uns gleich an. Mein Gott, haben wir viele Sachen angesammelt. Gehen wir erstmal auf das Waffenmenü. So, wir haben 5000. Wir könnten die Nachladegeschwindigkeit bei der Pistole erhöhen, was nicht unbedingt verkehrt ist. Ja, ansonsten kriegen wir wieder nichts geschissen hier, ne? Ich bin ja schon dafür... Ne, die Bolzenwaffe auf jeden Fall nicht, ne? Ja, ich mach das mal, weil ich möchte schon ganz gerne, dass wir erstmal unsere Standardwaffe, die Pistole, weil wir für die ja eh unendlich Schuss haben, dass wir die auf das Maximum aufpimpen. Ist, glaube ich, am sinnvollsten. Könnt ihr mir natürlich sagen, was ihr meint. Also wenn ihr meint, dass irgendeine Waffe auf jeden Fall wichtiger ist, sagt mir das ruhig. Also ich bin so der Meinung, dass wir die Pistole erstmal hochpimpen, weil das unsere Standardwaffe ist und die ist halt am wichtigsten. Da haben wir halt unendlich Munition für und deswegen werde ich da auch alles reinstecken, was geht. Wenn ihr eine andere Meinung habt, gerne mitteilen. So, Charaktere. Ah ja, jetzt haben wir Leon und Claire. Nee, Steve ist das ja. Dieser junge Mann war Insasse der Haftanstalt von Rockford Island. Ja. Also es ist schön, dass es zu jedem hier noch so eine kleine Beschreibung gibt, was die gemacht haben und bla bla. Ist schon schön. Und selbst die kann man sich im Kameramodus angucken. Hallo. Also zum einen finde ich, sieht Steve hier auch ein bisschen cooler aus, so von der Gesichtsform her. Und er macht einen viel sympathischeren Eindruck als jetzt im Original. Kopf Veronica X. Claire ist eigentlich genauso cool wie da auch. Ja. Die ist auch wieder vom Gesicht her ein bisschen anders, aber ist okay. Ist jetzt nicht ein kompletter Fehlgriff wie bei Resident Evil Revelations 2. Das Spiel an sich finde ich saugeil, aber Claire sieht da halt überhaupt nicht aus wie Claire. Okay, das war das. Dann gucken wir nochmal bei Gegner.
Da müssten die Fledermäuse jetzt bei sein, genau. Halt, das wollte ich doch gar nicht. Mal kurz angucken. Ein Flattermann. Ja, schön. Dann haben wir noch die neuen Zombies. Können wir mal einen kurzen Blick drauf werfen, aber... Ja, Polizei. Ich glaube, ich kann auch einfach hier hinterher schalten. Naja, Häftling-Zombie gibt es dann noch. Ja, ist ja nichts. Und der Friedhof-Zombie. Die sind eher nackt, genau. Ja, nichts Besonderes. Okay, das haben wir. Dann gibt es noch Filmchen. Die klicken wir kurz an und drücken sie wieder weg. Weil ich mag das halt nicht, wenn überall noch was steht von wegen hier neu, neu, neu. Weil ich das ganz gerne abgefrühstückt habe. Und es gibt einen neuen Titel, den wir gekriegt haben. Nämlich, du hast 50 Kopfschüsse erzielt. Ja, cool. Ist wahrscheinlich überhaupt nichts im Vergleich zu den ganzen anderen Trophäen, die es hier noch gibt. Das ist ja krass, ne? Da gibt es so viele. Und ich habe gerade mal 3 von diesen riesen, von dieser riesen Auswahl hier. Du Scheiße. Ja, da werde ich privat noch mal einen Spaß dran haben, glaube ich, an diesem Spiel. Okay, geht's mit den Chroniken weiter. Und ja, Granatwerfer haben wir noch gar nicht benutzt. Aber ich denke mal, ich behalte diese Auswahl, wie sie jetzt gerade ist. Und wir schonen echt den einen Raketenwerferschuss und die Granaten für einen ja, späteren Bossgegner vielleicht auf. Machen wir jetzt erstmal weiter.